Fragen? Komm mal zu mir. So, Schritt 1, Fokustraining. Festhalten, zeigen den Keks, wegwerfen und sofort freigeben mit einem Okay. Also, ich zeige es nochmal. Festhalten, Okay und Fragen laufen lassen. Zweiter Schritt, festhalten, wegwerfen, länger warten, Okay. Wenn der Hund doch mal mich anguckt oder die Hand anguckt, Keks wieder einsammeln und neu von vorne. Der nächste Schritt dann, Hund hinsetzen, Kommando reinbringen, warten, Keks werfen, in der Position bleiben, Okay. Und sofort freigeben. Klappt auch das, ist der nächste Schritt. Hinsetzen, warten lassen, Keks werfen, in Position bleiben, länger warten, Okay. Und freigeben. Natürlich nicht dabei reden wie ich, sonst sind die Hunde zu sehr abgelenkt. Dann der nächste Schritt, Bewegung reinbringen. Hinsetzen, warten, Keks werfen, mich langsam bewegen. Oh, jetzt hat der Hund mich angeguckt. Keks wieder einsammeln, neuen werfen. Okay, kurze Bewegung reinbringen, bis ich mich dann wirklich richtig bewegen kann. Trouble? Komm her. Und ich richtig laufen kann. Also warten, Keks werfen, mich richtig bewegen. Okay, und freigeben. Wenn das Ganze klappt, baue ich das Kommando ein. Das heißt, ich mache warten, Fokus, Okay. Und lasse den Hund freilaufen. Das heißt, alle Schritte einmal kurz mit dem Fokuswort verbinden, bis ich irgendwann werfen kann, bewegen kann, Fokus, Okay. Und den Hund laufen lassen kann. So, dafür ist es da. Ich zeig's mal, wenn ich es später am Gerät mache. Trouble, komm mal her. Sitzen. Der Hund guckt jetzt mich an. Ich habe die Hand oben. Jetzt sage ich dem Hund Fokus, Okay, weiter. Und dann läuft er, yes, das Gerät. Dafür ist das Fokustraining da.